Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2 Let's Play. Ich bin noch immer bei dieser scheiß Quest mit dem Jungen, aber guck mal hier. Guckt mal das an. Ich habe die Spur gefunden. Ich drehe durch, Leute. Ich habe ja gesagt, irgendwas mit den Blättern hat es zu tun. Und jetzt muss ein bisschen, ich bin nur noch ein bisschen rumgelaufen und dann ist mir aufgefallen, yo. Hier liegen irgendwo blaue Blättchen herum. Okay, hier nicht mehr. Also umso dunkler es wird, umso besser sieht man die Scheiße. Geht weg. Hier ist was. Hier, schau, guck, jetzt sieht man es viel besser. Alter, auf das musst du mal kommen. Man hat es ja in der Höhle schon ein bisschen gesehen. Aber hier, die kann ich nämlich nicht aufheben. Und das ist eine Spur. Also wenn das keine Spur ist, dann weiß ich es auch nicht. Also dann ist ja Bruch, aber die führen uns irgendwo hin, guck. Schnauze, Mann, ich habe keine Zeit für dich. Hier. Ja, im Dunkeln leuchtet es halt besser. Hier unten. Hier. Yon's statue makes for a fine landmark. Why don't we go take a look? Das Ding ist halt, der hat übelst warten. Also, wenn der nicht schon tot ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Hier. Hier. Weil es ist ja schon in der Nacht. So. Und ich kann gefühlt laufen wie, keine Ahnung, wie wenn ich 300 Kilo hätte. Hier ist eine Spur. Hier ist eine Spur. Okay, ja, okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir es lösen können. Hier drüben. We've got goblins. Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? Hier drüben. Hier. Ist das eine Höhle? Nee. Hier sind Wölfe. Hier ist ein Käfer. Den nehmen wir natürlich mit. Oh mein Gott. To retreat then? Where you do not fall prey to the enemy. Es hier. I knew it would be so. Yo, der Typ ist ja. Hey, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott, wir haben ihn. How did I get here? Mann, was ist los? Wie bin ich hierher gekommen? Was, wie bist du hierher gekommen? Ich erinnere mich, die Wölfe, wie kann es sein, dass ich noch am Leben bin? Ja, das ist eine gute Frage, Mann. Ihr habt mich gerettet, nicht wahr? Ich kann es kaum glauben. Danke, ohne euch würde ich hier nicht stehen. Woher wusstet ihr, wo ich bin? Hat Großvater eure Hilfe gebeten? Hey, ich schwör's euch, ich hab Gott, der hat so ein Glück. Der kleine Pisser hat so ein Glück, dass ich die Blumen, die Spur gefunden habe. Oh mein Gott. Ich habe danach gesucht. Ich nehme an, er muss Krankversorger um mich sein. Falls es euch nichts ausmacht, ich denke, ich möchte jetzt nach Hause. Kann ich den nehmen? Komm, wir gehen. Kleiner Pisser, Mann.
Läuft er mit? Come, I'll lead der the läuft way. Ja mit, oder? Ja, okay. Take this. It's something I found. I wanted you to have it. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mein Greenscreen ballert auch schon wieder. Leute, es tut mir leid. Komm, gehen wir. Wir gehen den Weg wieder zurück, würde ich sagen, so. Sorry Leute, wenn mein Greenscreen ein bisschen ballert, es tut mir leid, aber... das ist, wenn die Sonne so leuchtet. Deswegen tut mir leid Leute, wenn die Sonne ein bisschen reinknallt. Es ist, bei uns ist das Wetter so irgendwie... So Regen, Sonne, Regen, Sonne. Und ich habe noch immer keine Vorhänge. Was? Kleiner Junge, komm mit. One might confidently call that a resounding victory. Well, I'm sure there's still room for improvement. Ich habe halt zu viel mit. Ich müsste mal lag. Ja, aber das ist das wirklich so, dass ich nur bei mir zu Hause ein Lager habe? Das stimmt doch nicht, oder? Also das wäre ja übelster Bruch. Jo Leute, entspannt euch, wissen es nur. I could look upon this sky for all eternity. If it wasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long. Kleiner Wichser, Alter, was ist mit dir? Geh mit. So, komm ran hier. Es muss voll aufpassen, die ab und zu laufen die scheiß NPCs da nicht mit. So viele Leute hier gehen, ey, ist ja richtig was los. Wieder eine Kutsche. Jetzt kommt er da wieder nicht vorbei, oder? Ja, er läuft vorbei, sehr gut. Hier oben ist schon das Lager, wo wir waren. Aber warte mal. Wenn ich hier weiterlaufe, nee, ich brauche nur die Straße weiterlaufen, entlanglaufen. Die Straße weiter entlanglaufen, lol, dass ich es aussprechen kann. Dann haben wir das Ding. Jetzt kommt wieder Sonne rein. Jetzt werde ich wieder merken, wie der Greenscreen hochballert. Ich brauche unbedingt Vorhänge. Leute, ich brauche unbedingt Vorhänge. Ich bin zu faul, dass ich mir Vorhänge kaufe. Ich schwör's euch. There, Master! I'm dead! Tis weak to fire! Also und gegen Untote habe ich gefühlt gar nichts. Komm, wir gehen. Was machen wir da mit den Untoten? Oh, Monke Level 30. Das
sind einfach Untote. Alter. Meine kleine Scheiße, wir gehen. Ich hab gefühlt nie Ausdauer. Entspannt euch! Wie sie sich erschrecken. An Oxcart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. Kommt ihr da jetzt vorbei oder nicht? Warum sind das eigentlich Zombies? Ich check das nicht. Oh. Wo ist unser kleiner? Komm mal dran hier. Sehr schön. Gehen wir. Allein diese Quest, die dauert. Alter. Jetzt ist wieder schön. Sonnenschein. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr mich so hell seht? Bitte, sieht das gut aus? Ey, ich schwör's, ich hasse das. Ja, übertreib halt schon. Jetzt kommt sie richtig rein. Warte kurz, Leute. Wir machen das kurz so. Ihr habt mich ganz kurz. Schaut euch das an. Mitten im Video. Bonker der Boss. Wir haben das. Guckt. Und schon ist es wieder besser. Levelaufstieg haben wir auch auf entspannt. Mann, so viel Zombies. Ich einfach übelst überhaupt kein Damage gemacht. Es wäre wahrscheinlich was anderes. Was isst du da? Und hör auf, das zu essen. Also Pfeil und Bogen gegen Zombies ist. Alter, alles klar, die Attacke einfach. So, wir gehen weiter. Weiter geht's. Die Attacke, wo er so reinrennt und einfach. Sammle Beweise und nimm. Epsis fest. Was ist das für eine Quest gerade gewesen? Schauen wir mal, ob der Typ jetzt dann schon fertig ist mit seiner Fälschung. Sadala. Hier, nimm deinen Sohnemann. Just as planned. Forgive me, but I cannot go. Roch? Roch? Was für eine Quest. Roch, bist du das, mein Junge? Hello, Grandfather. Alter, du kleiner Pisser, Mann. It's a miracle. Es ist ein Wunder, du lebst und bist unversehrt. Oh, welche Freude. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Grandfather. Du erdrückst mich, Großvater. Was, du erdrückst mich, Alter, du kleiner Pisser. Oh, hush. Ich hab mich so aufgeregt. Oh, still, du darfst dich über solche Dinge nicht beschweren, nachdem ich mich halb zu Tode um dich gesorgt habe. Es tut mir sehr leid, Großvater. Ich wollte dir keinen Kummer bereiten. Und ihr, Worte alleine werden niemals ausreichen, um die Tiefe meiner Dankbarkeit auszudrücken. Steht wahrlich in eurer Schuld. Bitte nehmt dies, das ist nichts als eine Kleinigkeit im Vergleich zu eurer Güte, aber ich hoffe, ihr werdet es trotzdem annehmen. Hab Dank, ja. Dankeschön. Thank you. Wasn't that aught we had to deliver to someone hereabouts? We need only pass our burden into the hands that await it. I knew it to be so. Okay, die Rudelsbeute abgeschlossen.
Das ist schon mal gut, das fühlt sich so... so gut an. Ich habe irgendeine Quest, war da ja, oder? Untersuche das Krankenzimmer im Keller nach Beweisen, die Abstinente. Okay, das ist ja das. Okay, warte mal, wo ist das? Ah, hier. Hier müssen wir eh hin. Das ist eh gut. Jetzt fragen wir mal, ob der Typ fertig ist. Oder wird mir das irgendwie angezeigt? Mayhap you'll think this a trifle, but I shall never forget the agony I felt at the coronation. Welcome. If you think me a liar, then buy something and see. The item you requested is complete. Ja. Here you are, sir. Der Gegenstand, den ihr in Auftrag gegeben habt, ist fertig. Bitte sehr. Nützhinweise. Many jetzt warte thanks. Mal. Gefälschte. Okay, okay. I cannot imagine what purpose this forgery. Welcome. If you think me a liar, then buy. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Kann ich es nochmal fälschen? Very well. Ich kann es nur einmal fälschen. Okay. Nee, doch nicht. I shall have your order crafted. Ich werde eure Bestellung in Kürze anfertigen, bitte etwas Geduld. Den Splitter müsste ich eigentlich mitnehmen. Was für ein Ding kann ich eigentlich verkaufen, so für viel Geld? Da gibt es sicher irgend so ein besonderes Item, was nur für Verkaufen da ist. Okay, wir geben das dem Typen jetzt hier. Hier ist er. There you are. Pray, tell me. Have you ja, found falschen Stein geben. Wir geben ihm den falschen Stein, okay? Oh, thank you, thank vielen you. Dank. Jetzt ist meine Freiheit gesichert. Bitte nehmt dies, es ist nicht viel, ich weiß, aber mehr kann ich euch leider nicht anbieten. Ich gehe jetzt besser, auch wenn wir uns nie wieder sehen, solltet ihr wissen, dass ich mich an diese Freundlichkeit erinnern werde, solange ich lebe. Lebt wohl. Du hast Ofulva eine Fälschung gegeben. Ich habe noch eine Fälschung. Wir haben ihm die Fälschung gegeben. Jetzt gucken wir, was passiert. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber hier haben wir ja noch wen getroffen. Warte mal, hier ist was. Hier war Geld. Das ist weg. Okay, krass. Ja, ja, entspann dich mal. Irgendwen haben wir noch getroffen. Der wollte auch die Fälschung. Genau hier. Auf den Reisenden bist du einem Mann begegnet, der verzweifelt versucht, einen gestohlenen Schatz zurückbekommen. Die Jadesphäre. Okay, aber den machen wir noch nicht. Weil er bekommt auch eine Fälschung. Halt mir das Original. Oh, was ist das? Hier geht's rauf. Wohin? Also eineinhalb Tage müssen wir warten, sozusagen. Zwei Tage. Zwei Tage müssen wir warten. Achso, warte mal. Wo sind die goldenen Käfer, was ich gesammelt habe? Hä?
Hä? Okay, da sind sie auf einmal. Komisch. Aber wir gehen hier rauf. Wir müssen sowieso die ganze Stadt noch ein bisschen angucken. Also hier links geht es ja auch noch weiter. Hier drüben ist irgend so ein Lesezeichen. Aber zuerst gehen wir hier rein. Hi. In need of a Redcliffe. Ja, ihr benötigt einen Arzt. Genau, unbeschriftete Medikament liefern. What's this you giving me? Was gibt ihr mir da? Oh, verstehe. Ihr wollt, dass ich es untersuche, um festzustellen, welche Art von Substanz das ist. Interessant. Tja, ihr habt zweifellos meine Neugier geweckt, was eure Gründe auch sein mögen. Was eure Gründe auch sein mögen, ich werde es mir ansehen. Selbstverständlich werde ich ein wenig Zeit dafür brauchen. Kommt zurück in, ich weiß nicht, später. Das ist so dumm, Alter. Später. Wir müssen sowieso warten, immer. Zeit für die Heier. Onyx haben wir bekommen. Jetzt mal, wenn ich das lese, denke ich an Pokémon. So, jetzt gucken wir hier mal drauf. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Ja, sicher probiere ich mich davon zu trennen, aber... Was? A merchant, eh? Ein Händler? Habt ihr einen Passierschein? Einen Moment, dieses Fuhrwerk hat Priorität. Lord Phasus is come! Lord Phasus ist hier. Besser. Haha. Wie er mich anzieht einfach. Also wie er mich nicht anzieht, wie ich ihn anziehe. Alter, ich sehe aus mit dem Schnauzer, das ist so schlimm. So, ihr wünscht also Bartal zu betreten, nehme ich an. Ich werde euren Passieren überprüfen müssen. Ein genehmigte Passieren der Grenze zwischen Vermund und Bartal im Besitz ist hier. Okay, was? Geht hindurch. Okay, aber ich will noch nicht hindurchgehen. Ich bin ja noch nicht fertig hier. Notiz, Grenzkontrollpunkt Soldaten. In der Regel werden Passierscheine nicht neu ausgestellt. Allerdings kann eine Neuausstellung unter den folgenden Umständen in Betracht gezogen werden. Falls der Antragsteller ein Biest drin ist, falls die Fracht einen Bezug vom Forschungslabor hat. What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Okay, hier geht's einfach nur hoch. Okay, hier ging's einfach nur hoch. Aber wir haben noch ein Ding, wo wir warten müssen. Wir gehen dann noch ins Gasthaus schlafen. Würde ich mal sagen. Weil wir schauen müssen, wenn wir dem anderen auch das gefälschte Ding geben. Ich weiß, es ist ein bisschen Arsch, wir geben nur gefälschte Sachen, ja, aber ich möchte das gerne behalten. Da kommt einfach wer und rennt einfach ins Haus rein. Das ist cool. These writings could be of import. Let's have a look then. Ich möchte dich nicht ängstigen, Liebling, aber in all dem Chaos vor ein paar Tagen ist das Schlangenmonster entkommen. Es hat sich scheinbar zu den Bergen im Südwesten aufgemacht. Ich mache mir solche Sorgen, bitte aufpassen. Südwesten. Okay. Ein Schlangendings. Ist hier irgendwas? Nee, oder? Nee. Was ist da unten mit dem Haus? Ach so, warte. Hier gehen wir zuerst drauf. Was ist das? Hier ist auch ein besonderes Haus.
Hä? Myrdin. Hm. Ich glaube, ich hatte heute gar keine Besucher. In Fort. Jemand ohne Anstand bringe ich keine Gastfreundschaft entgegen. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Myrdins Haus. Ich bin im Haus drin. Vorwort vom Geheimnis des Mondscheinturms. Es war eine törichte Entscheidung des Staates, die Existenz des Mondscheinturms vor dem Volk zu verschleiern, denn an seinem Fuße schlummern Beweise für eine Zivilisation vor der unseren. Die Geheimnisse unserer Ursprünge warten in jenen Ruinen. Wir müssen bloß ihre heiligen Tiefe ausloten, um unsere ungeschriebene Geschichte zu erfahren. Ich habe geschworen, genau das zu tun, und ich werde nicht eher aus dem Abgrund auftauchen, bis ich die Wahrheit enthüllt habe. Okay. Eine Studie über das Zaubern. Der Akt des Zauberns ist nicht bloß symbolisch, er bildet Wellenlänge, die Magier katalysieren, was es ihnen ermöglicht, sich zu manifestieren und dadurch die physische Welt zu beeinflussen. In Anbetracht dessen, wenn mehrere Erzmagier den gleichen Zauber gleichzeitig aussprechen würden, was wäre das Resultat? Ich prognostiziere, dass die Überlagerung der Wellen die Magie verstärken würde. Entsprechend der Anzahl der Stimme, das sollte zweifellos untersucht werden. Hey, der steht da. What could this mean? You incompetent fool. Mich raus. Ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Da habe ich ein bisschen ein Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, ich habe das Spiel geschrottet. I don't believe I had any visitors. Be gone! I have no hospitality to. Cheater? Ja, Alter, was? Er hat mir einen Ring gegeben. Ein Ring, der Macht verleiht, wenn der Geistträger es mit seiner Magie resoniert. Erhöht die Magie. Keine Ahnung, was mit dem Typen los ist, aber der wollte mich kämpfen. Ich habe ihn nicht umgebracht. Schau, ich habe es geschafft, ihn nicht zu killen. Und was endlich eine Gelegenheit, hier das einzusetzen. Ich hab's gepackt, meine Lieben. Ja, ja. Long as I live, long as I. Hier ist ja ein Trankdings, oder nicht? Greetings,
faring well, I hope. Long as I live, I sh... Kleines Arschloch. Don't worry yourself and my... Ich kann hier nichts kaufen. Okay, ich dachte, da kann ich was kaufen. Das ist so ein Getränkemarkt. Ja, auf jeden Fall, ich habe es geschafft, rauszukommen, ohne dass er mich killt. Ohne dass ich ihn kille. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ich möchte wirklich mal wissen, was ich verkaufen kann, was für viel Cash geht. Ja, okay, das war klar. Das muss ich mir nochmal angucken. Geflecktes Erz. Trügerische Flügel. Habe ich safe irgendwo. Ich suche immer das Gasthaus. Hier oben. Wir schlafen noch eine Nacht. Und dann schauen wir, ob beide fertig sind. Weil die müssen ja fertig sein, oder? Komm, lass Mützen gehen. Mein Süßer. Was? Es wird euch von Kopf bis Fuß mustern und dann sagen, so präsentiere ich euch, wenn ihr jemanden besucht. Dann wird er euch die Tür vor der Nase zuschlagen. Ihr versucht, in Ceremonius Anwesen zu kommen? Viel Glück damit. Dieser Schwachkopf, man sollte meinen, er wüsste, dass man von uns einfachen Leuten keinen vornehmen Umgangsform erwarten kann. Ja, ich war schon drin im Haus. The Sovereign's retinue makes to fell the dragon at a good sleep will ensure we are prepared. Dann ruhen wir uns bis zur nächsten Folge aus. In der nächsten Folge holen wir den Jahresstein, den Gefälschten. Und schauen, was mit der Medizin abgeht. Ob da schon was weitergegangen ist oder nicht. Weil den Auftrag hätte ich gerne erledigt. Das mit dem Jahre-Dings ist auch so ein Nebendings. Ja. Machen wir so. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Wenn euch das ganze Projekt gefällt, liked es, kommentiert es und lasst gerne ein kostenloses Abo auf den Kanal. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Süßen. Tschüss.